Dieser Papierberg ist eine schallende Ohrfeige für etliche Bremer Verwaltungen. Für ihren Bericht hat sich die Präsidentin des Landesrechnungshofs die Förderpraxis der unterschiedlichen Ressorts genauer angeschaut. Das Urteil verheerend. Also, höhere Zuwendungen als benötigt, mussten wir feststellen. Im Bildungsressort, im Wissenschaftsressort, im Kulturressort, im Wirtschaftsressort. Mangelhafte und unterbliebene Verwendungsnachweisprüfung galt im Prinzip für sämtliche Ressorts genauso. Rund 500 Millionen Euro zahlt die Bremer Verwaltung pro Jahr als sogenannte Zuwendungen an Einrichtungen und Projekte, zum Beispiel Kitas, Forschungseinrichtungen oder Theater. Die Gelder sind zweckgebunden und müssen korrekt abgerechnet werden. Doch daran hapere es vielerorts. Wir mussten in etlichen Fällen feststellen, dass eben die Nachweise für die zweckentsprechende und wirtschaftliche Mittelverwendung entweder nicht rechtzeitig oder auch unvollständig oder auch gar nicht erbracht wurden. Zum Beispiel stehen beim Bremer Institut für angewandte Strahltechnik BIAS laut Rechnungshof ganze 3 Millionen Euro in Frage. Eigentlich werden hier Laser und Ähnliches erforscht. 2021 gab es zusätzlich 3 Millionen Euro zur Erforschung der Wasserstofftechnologie. Der Haken, das Geld stammt aus dem Corona-Fonds. Geht nicht, sagt der Landesrechnungshof, geht wohl, sagt das Ressort. Der Bremen-Fonds ist ja nicht nur dazu da, die akuten Schäden, die durch die Pandemie verursacht wurden, auszugleichen, sondern Aufgabe des Bremen-Fonds, so haben es der Senat und das Parlament beschlossen, ist auch die Stärkung der Krisenresilienz unserer Gesellschaft. Und auch in der Kultur liegt laut Bericht einiges im Argen. Beispiel Shakespeare Company. Das Theater bekommt rund 1 Million Euro öffentliches Geld pro Jahr. Ob diese Mittel immer korrekt eingesetzt würden, sei wegen mündlicher Verträge und verspäteter Abrechnungen nicht komplett nachvollziehbar. Im Kulturressort kennt man das Problem. Wir finden das natürlich nicht so gut. Das kann ich Ihnen auch sagen. Wir würden uns natürlich wünschen und wir dringen auch auf die Shakespeare Company, möglichst überall schriftliche Verträge abzuschließen. Aber wir können die Shakespeare Company dazu nicht zwingen. Der größte Aufreger im Bericht ist bereits bekannt. Bei der Stadtteilschule wurde 2021 eine 9 Millionen Euro schwere schwarze Kasse des Bildungsressorts gefunden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt noch. All diese Mängel, sogar mögliche Straftaten. Bettina Sokol auf der Suche nach den Ursachen. Dass es möglicherweise an der einen oder anderen Stelle an Personal mangelt, möglicherweise aber auch, dass Personal nicht so kenntnisreich ist, wie es hätte sein müssen. Oder auch, dass vielleicht eine gewisse Sorglosigkeit oder auch ein mangelndes Verantwortungsbewusstsein attestiert werden muss. Als nächstes befasst sich die Bürgerschaft mit dem Bericht.